Morgen, liebe Jungs und Mädels. Willkommen bei SCP Containment Breach Version 1.2.2 Update. Jo, ja. Die ersten beiden Updates haben wir verpasst. Aber da gibt's nur. Ich sag's Wort wieder vergessen. Minor Changes. Oder sag mal Minor. Minor. Minor changes. Geringfügige Änderungen. Geringfügige Änderungen, genau. Oh, and by the way, und der Kontrast ist voll hoch. Fuck, irgendwie, ja. Ist das Gamma-Einstellung oder? I don't know. Weiß ich nicht. Die Gänge sind total hell und die Leute sind total dunkel. Ich kann ja mal vorlesen, was in der 1.2 Neues dazugekommen ist. Ja, bitte. 3 neue SCPs. Früher hat er immer hingeschrieben, wie viele neue, oder so? 5 new. Ja, die Zuschauer haben schon in den Kommentaren zum letzten Video geschrieben, dass die neue Version echt der Hammer ist und die SCPs ziemlich cool sind und gruselig. Ja. Ich habe mich nicht schlau gemacht, was das jetzt für neue SCPs sind. Ich würde es einfach mal auf mich zukommen lassen. Nee, ich habe auch nicht geguckt. Ich will jetzt ja nicht spoilern. Das ist gut. Weil, wenn es dann so ist wie bei, ich denke jetzt an Stander The Arrival, das dritte Level. Wo dieser Proxy das erste Mal gekommen ist. Ich habe ja nicht gewusst, dass es überhaupt was anderes gibt als den Slender. Und da bin ich so erschrocken. Hey, pass auf. Replaced SCP 96 in the maintenance tunnel with something else. Also gibt's da was Neues? Ja, vielleicht der Zombie-Ass kann jetzt auch in den Maintenance Tunnel kommen. Dann kann der ja überall hin. Weil das hat er. Klang da komisch. Was ist 1048? Ist dieses Buch, oder? Ich glaub schon, ja. Da gibt's neue Events. Kann sie wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, Inkontinenz bekommen oder sowas. Couple of new rooms. Neue MTF Sounds. Bugfix. Bugfix. Okay. Das dauert aber jetzt hier auch ein bisschen länger in der Intro-Sequenz, oder? Kann das sein? Ist dieser Kontrast so abgefuckt? Wir müssen mal gucken, wie ist das jetzt. Oh, da sieht man ja gar nichts. Kann man das echt nicht höher stellen? Nur ein Cut? Doch, kein Problem. Guck mal, da sieht man nichts. Das hatten wir aber schon mal, ne? Ja. Ich glaube, das war die Gamma-Einstellung. Ja. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir machen an der Stelle einen Cut und dann geht's gleich weiter. Geht's an der selben Stelle weiter. So, da sind wir wieder und es schaut schon besser aus. Ich sehe was. Ja. Also wir haben den Gamma-Star jetzt auf 50% in die Mitte bewegt. Exakt mit dem Lineal ausgemessen. Hätte ich mal eigentlich machen können. Zuzutrauen wäre es mir. Oh mein Gott. Das heißt, die Kamera, war die schon immer da? Ja. Ah ja, genau, das ist die, wo man oben dann sieht. Wenn es der Display. Innere Autist in mir verlangt. Okay. So, die Brille brauche ich nicht mehr. Der kommt aus der Decke geschissen. Wir schauen uns einfach mal, welche Neuerungen das Spiel für uns parat hat. Ja, die neuen SCPs habe ich ja gesagt, neue Krankheiten in dem Buch. Ja, aber auch, was wir davon jetzt dann sehen werden, meine ich. Ja, hoffentlich sehen wir schon. Ich meine, das ist ja. Was ist das? Ist das der Teddy? Passiert gleich was? Es bewegt sich. Ist es der Teddy? Das ist der. Something is. Ach! Jetzt werde ich zum Teddy. Wer? Da wachsen Ohren an dir? Jetzt ist er weg, oder? Nee, das nicht. Ja, der kann sich doch selber. Der ist nicht weg! Ja, der sah gerade so aus, ob der so. Aber das war nur meine Sicht, diese Blurry war. Geil! Nach 2 Minuten schon ein neues SCP. Nee, der repliziert sich doch selber. Steht in seinem Dokument, glaube ich. Was haben wir. Das stand doch aber hier gar nicht da. Welches SCP ist der überhaupt? Welche Nummer? Oder ist der 1048? What? Das ist ein neues SCP. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schnell. They are hunting was after the. Of sleep, was? Will stalk their prey until the lack of rest. Keine Ahnung, betäubt uns mit irgendwas oder was? Fuck, er schaut richtig bösartig aus.
Ich habe mich gerade so ungefähr gefühlt wie das erste Mal, und ich muss mal noch den Raum speichern, vor allem. Mit dem Zombie-Arzt. Wo ich das erste Mal nur das Bild von ihm gesehen habe und dachte, boah, scheiße. Fuck, du warst gerade mit dem Rücken. Ja, ich stecke auch fest. Kann nichts mehr machen. Ist doch behindert. Dann kann ich hier feststecken. Update! Nein! Keine Ahnung! Mach mal schnell einen Console Command. Ja, so geht's eigentlich auch. Fuck, aber was macht man, wenn der Bär kommt? Und kann der. Schnell weg, kommt der in Gängen nur? Kann der in beliebigen Gang vorkommen? Da ist er wieder. Ich speichere jetzt mal und versuche. An ihm vorbeizugehen. Einfach vorbeizurennen. Das war jetzt nicht der Bär. Ja. Ich glaube, der wird per Zeit getriggert. Das Buch war 1025. 1025, okay, da ist 1048 tatsächlich das Teddy. Der kleine Ohrenbär. Ja, was machen? Musst du die Tür einfach zumachen. Du musst die Tür zumachen. Okay, hinter mir. Ja, hinter dir. Na gut. Der Bär ist nicht so schnell im Reagieren. Oder? Der andere hatte ich schon gesnappt und dann hat er erst angefangen. Es wäre seltsam, wenn das jetzt passiert. Dann na, ist was falsch. What? Was? What? Mausbug. Was machst du? So ein Mausbug. Ich schwöre. Ich schwöre. Okay, also man kann an ihm vorbeirennen. Ja. Dann klappt's. Aber es ist cool, dass er jetzt auch einen aktiven Part in dem Spiel hat irgendwie und nicht nur einfach nur zur Deko jetzt da ist. Das ist aber nicht mehr so cute. Meinst du, der kommt jetzt auch noch an den Stellen, wo man ihn nicht direkt. Also, weißt du schon, hinter der Scheibe und so? Ja, ich glaube, er kann da nach wie vor auftauchen. Also innerlich bin ich leicht erschrocken, dass da gerade einer gelaufen ist. Nee, hat mich eigentlich kalt gelassen. Oder schipperst du? Was ist da los? Der Standard ist das. Also, es sind ein couple of new rooms, ne? Vielleicht ist der Gang mit dem Bär halt auch eine neue. Und das wieder. Standhouse? Das Portrait. Was für ein Syndrom. Vielleicht heißt es, wenn man das Viech anguckt, das Porträt halt und vielleicht heißt es, wenn du in Kunst verliebt bist oder so. Dass du dann so fixiert bist. Hast du auch gerade gehört? Was? Ein Scheppern? Da war was, ja, aber. Oh, New Room! Der schaut geil aus. Irgendwie schon. Der Boden schaut aber seltsam aus. Ja, das da hier, das müsste so. Bonehead! Offen sein. Weißt du, was das für ein Raum ist? Da geht's zu einem Bonehead. Ja, voll schön. Finde ich gut gemacht. Der kann doch rein, ohne Ding, ohne Karte. Ja, will ich da rein? Na, nur mal anschauen. Den haben wir doch schon ausführlich. Ja, vielleicht ist der auch neu, wenn der Vorraum neu ist. Dann kann er. Oh, du kannst ihn also jetzt einfach nehmen. Was hast du jetzt davon? Ah ja. Das ist kein Bestandteil des Spiels, glaube ich. Ah. Das hat er nicht gefixt. Oh, jetzt sind wir wieder in dieser Nazi-Scheiße. Ja, aber du musstest ihn noch nehmen! Du musst es. Na klasse! Voll verbuggt oh, bis zum Nimmergehen. Fuck. Ich bin ja immer noch dafür, dass das 106-Model aus der alten Version übernommen wird. Wieder, mitsamt aller Animationen. Yes. Der Griff. Ja, einfach 1 zu 1. Finishing Move. Delete, Copy, Paste. Ja, vielleicht können wir dann einen Hack machen oder so. Einen Hack-Mack. Nee, das soll einfach die Gratis machen. Das ist das Einzige, was vernünftig ist. Alles andere ergibt keinen Sinn. Egal ist, geh in dich. Ja, guck mal, das letzte Mal sind wir nicht von der anderen Seite gekommen. Erforsche deine Gefühle. Und erkenne, dass das alte Modell besser war. Aber welchen Weg können wir noch gehen? Das hat sich gerade angehört. Welchen Weg können wir noch gehen? Folge deinem Herzen. Jetzt komme ich wieder von der Seite. Da ist da keine Tür. Du musst nicht rückwärts laufen, verdammt. Oder? Doch, wenn ich das Porträt noch. Ach, da ja, scheiße, dann ist vorbei. Ja, hast recht, sorry. Ja, weil die Episode ist an der Stelle schon wieder vorbei gewesen. Da waren wir noch oh. nicht.
Oh, macht er jetzt was? Nee, aber wir haben auch... Der macht was. Was macht er denn? Weil das ist nicht der Ohrenbär. Ja, der schaut jetzt nicht mehr ganz so böse aus. Und das ist doch kein Nasenbär. Ja, aber es ist doch eigentlich derselbe, oder? So ein und derselbe Teddy. Oder vielleicht gibt es da mehr. Aber der andere sah böse aus irgendwie. Der andere... Ich brauche aber eine Level 3 Karte. Der andere hat dich geohrt. Wie sagt man, was macht der Ohrt einen, oder? Der Ehrt einen. Oh, schon wieder den. Wieso überrascht mich das heute immer? Irgendwo muss man ein Fortin sein. Ich glaube, hier haben wir noch nicht so viele Möglichkeiten. Was ist das? Was steht denn da? Oh, das ist ein neues EP. Also zwei Lampen. Hallo, nein, mach mal langsam. Okay. Ich würde sie nicht gleich anschauen, du. Ich würde erst mal so. Ich hab Bescheid. Gespeichert. Scheiße. Ich würde nur kurz sneaken. Ich wusste nicht, ob ich gesaved oder gespeichert sagen soll. Was brauchen wir da? Steht das da Higher im Fall? Nein, steht eben nur Higher. Das heißt, wir brauchen noch wie vor den Refinery. Mein Fortune. Wieso hast du denn vergessen, wo das ist? Wir hatten den schon. Ja, zwar aber, glaube ich, in der Session davor. Mit dem anderen Map-Seed vor allem. Was so ein bisschen gescheitert ist wieder. Nein, du hast gesaved und ist geloadet. Ja, aber davor, ganz am Anfang schon davor, mal. Davor sind wir nur bis zum Bildschirm da am Anfang gekommen. Achso. Und davor? Komm mal zum Wort. So, jetzt folgt schon bestimmt die für die Aufnahme. Kann sein. Nee, ach, das war schon in der Session. Das. Hast du es auch gerade gehört? Ja, jetzt weiß ich eh nicht mehr, wo ich bin. Wir suchen das und schneiden das raus. Oder? Ja, also. Geht doch. Dann. Safe. Weiter geht's. Wir müssen jetzt durch die Heavy Zone. Ja, gehe ich wieder da lang. Nein, du musst erst zur Lampe. Zu den Lampen, Scheinwerfern. Die Wand auch. In der Richtung. Oh, was machen die? Das werden wir gleich herausfinden. Brennen dir die Augen wahrscheinlich weg. Nee, aber da stand irgendwas mit Finsternis. Licht der Dunkelheit oder so. Was laberst du? Wo stand denn das bitte? Nein, als wir den betreten haben, da stand irgendwas mit Darkness. Also okay. So ein Accomplishment oder was. Ah ja, Accomplishment. Achievement, oder? So dasselbe. Ja. Ja. Klar. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Oder nicht? Keine Ahnung, was heißt denn Accomplish? Erreichen? Nee, Achieve. Google? Wie sagen die in dieser Werbung immer an den Android-Handys? Wenn die Sprach... Okay, Google. Okay, Google. Was heißt Accomplish auf Deutsch? So, guck da, Shadowlands, das habe ich gemeint. Yeah. Gut, dass wir das Safe nochmal geladen haben. So, SCP-205 Shadowlands, so heißen Dinger. Und hier ist es schon so, Shadowwings. Sind das die Shadowlands? Ich glaube nicht. Oh, hast du es gehört? Ja, das war der Computer. Ja, ist da irgendwo ein Ding? Nee, ne? Ein Dokument darüber. Oh. Jetzt geht es aber schnell. Der hat von alleine da drauf geguckt und dann bin ich gestorben. Ja? Ja. Aber du hast schon im Augenwinkel gesehen, oder? Ja. Wahrscheinlich musst du rückwärts, Neilauf. Neilauf. Nochmal probieren. Ja. Oh, wo hast du gespeichert? Bei 914, richtig? Spätestens danach. Ja, schon danach, aber halt bei dem Raum noch. Müsste lauf. Lauf mal. Du schneidest das alles. Achso. Okay. Zweiter Versuch. Die Shadow Lamps. Da steht's nochmal. Rückwärts. Ich gehe diesmal rückwärts rein. Mal hier zu, ne? Zu, ne? Oh, es geht eine Treppe runter, Junge. Da kannst du safe. Oh Gott. Da kann man dann auch save nochmal. Ist da was zum Drücken? Nee, das ist ein... Nee, nee, achso. Oh, Hilfe, was habe ich jetzt gemacht?
Nee, das ist nur, dass du da saven kannst, wenn du auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Jetzt be mal kurz careful. Ja, soll ich mal gucken, ob man zumindest aus dem Augenwinkel heraus gucken kann? Nee, der dreht er sich ja dann. Ja, kann ich ja dann. Geht's da lang? Geht's da noch rein? Ja. Nee. Das macht da irgendwelche komischen Geräusche auf jeden Fall. Oder ist das Ambient? Meinst du. Guck mal. Oh. Aus dem Augenwinkel heraus kann man das so ein bisschen. Ah, hast du es gesehen? Das zeigt irgendwas, ja. Sind wir das? Oder steht da noch irgendeine Bestie? Weißt du, was ich auch denke? Dass du vielleicht, wenn du den Ring hast, dass du da gegen immun bist. Ja. Und dann sehen wir, was abgeht. Das ist voll der Einfall. Tja. Aber den Ring habe ich jetzt nicht. Aber ich habe eine Omnikarte und. Das diesen gibt, Gang gibt's ja. Ja. Dann schneiden wir das raus und dann. Bis gleich. Ach, kacke. Halt! Wollen wir ausprobieren? What? Achso, ja, ey, probier mal. Ja, scheiße, guck mal, ist sogar weiß. Funktioniert, Junge. Das hätte ich für den Thumbnail damals gebraucht. Ich habe dann hier so eins aus von Google gehoben. Mach im Nachhinein ein. Ja. So. Nochmal abändern. So aus so ein bisschen rechts, damit links Platz für die Gesichter ist. Ist es jetzt echt weiß wegen dem Ring, oder? Es war auch vorher, glaube ich, weiß. Nee, da hat man was drauf. Sieht man sich selber. Weißt du es nicht mehr? Siehst du den, so ein Class D? Personal. Hatte ich in Erinnerung. Ja, vielleicht will die Regierung, dass du glaubst, dass du dich siehst. Oder so. Weißt du, wie ich meine? Durch Manipulation. Ja. Ne, das ist so wie der Spiegel bei Harry Potter. Das ist das Individuelle, was du siehst. Okay. Und jetzt, weil du einen Ring hast, hat das keinen Einfluss auf dich und deswegen siehst du auch nichts. Ist logisch. Nur bei uns. War das der Raum? Nein. Ach, deshalb kann ich nicht rennen. Ergibt Sinn. Man kann ja nicht alles haben. Hier Mental Shield und an den Mittels dann. Ja, was soll man mit dem Ring machen? Ah ja, zu den Lampen, genau. Yes. Safe, Junge. So. Wir haben den Ring. Wir haben die Lampen. Checken wir mal, was es sich mit den Shadow Lamps auf. Was ist damit aus? Was? Da muss er die Brille zeigen. Das ist eine Frau, oder? Ein weibliches Wesen, würde ich auch mal sagen. Geh näher hin und schau es dir an. Er will, dass es irgendwas macht. Ja, schau mal, da ist eine. Lustig. Und jetzt? Weil das ist ein guter Thumbnail, wenn diese da liegt. Aber warum? Ich verstehe den Sinn davon nicht. Satan. Was macht er jetzt? Er rapt die jetzt. Wie komme ich immer auf sowas? So, rein vom Platz her müsste da links auch noch einer kommen. Könnte sein. Vielleicht ein Engel? Engelchen und Teufelchen. Oh, die Tür geht auf. Geh rein, Junge. Soll ich da reingehen? Ja, was machen die da drin überhaupt für eine Gangbang-Party? Oder soll ich noch kurz warten, ob noch was anderes passiert? Ja. Warum ist sie jetzt wieder zugegangen? Was jetzt? Die Tür geht auf und zu. Was machen die da? Fuck, die haben die getötet. Hey, du hast doch den Scheiß. Ja. Aber ich habe das mal gelesen, hat doch einer geschrieben, wenn man zu lang macht, dann bringt der auch nichts mehr, ne? Jetzt kannst du nicht mehr rein, oder? Nee, die Tür ist wieder zugegangen. Ich
würde es nochmal machen. Ich würde nochmal loaden davor und dann reingehen. Sich jetzt sterben lassen. Du musst die Frau dann rein. Guck mal, da passiert gar nichts. Ah ja, aber jetzt ist die Tür. Schnell. Die geht auf und zu. Ich bin drin, ich bin drin. Boah, Gänsehaut. Ja, ich auch, Mann. Schauen die dich an? Ich weiß es nicht. Jetzt sind sie weg. Was, lauf was? Mal, lauf mal, ob da was ist. Dreh dich mal um. Sind die unsichtbar? Ja. Willst du den Ring mal abnehmen? Ja. Mal später. Sehr gut. Zwischenbottle. Jetzt Ring und hofft, dass die Tür wieder aufgeht. Die muss ja irgendwann wieder aufgehen, oder? Nee. Oder ist schon Blood gelost? Das ist einfach das Event. Ja, gut. Und wenn man da reingeht, dann verprügelt. Ja, so wie die Frau. Ja, wenn man halt zumindest was sehen würde, ne? Aber es war mir schon creepy genug eigentlich. Womit kann man denn was sehen? Ja, es verfolgt mich auf jeden Fall. Mit den Goggles? Night Vision Goggles oder mit den. Mit der 3D-Brille. 3D-Brille. Oder Gänsemasken. 3D-Brille würde vielleicht sogar ein bisschen Sinn ergeben. Mit dem Licht. Ja. Vielleicht. Nee, die haben aufgehört. Da müssen sie erst Anlauf nehmen, damit sie da richtig einen. Das war jetzt der Gnadenstoß. Ja, der hat noch Anlauf genommen, damit er richtig reinhauen kann. Nee, gut, dann hätte ich gesagt, war es das für die Episode? Moment, wir gucken, was da steht. Cycle seems to have resumed its normal course after the anomalies observed during the body of a Class D subject was discovered inside the chamber. Subject exhibits signs of blunt force trauma typical for personnel who have entered the chamber when the lights are off. Ja, und die Lights sind erst aufgegangen, wo wir rein sind, oder? Die Lights waren. Sind die Lichter. Hey, sind die Lichter dazu da, um diese Viecher aufzuhalten? Könnte sein, ja. Weil es war ja dann dunkel. Schreibt's. Als die Lichter an waren, hatten die ja gesehen. Da waren die ja vorne an der Wand, die Viecher. Als sie dann aus waren, wenn ich drin war, dann konnten die mich dann überall attacken. Sind die dann gelaufen? Du hast ja nicht mal an der Wand gesehen. Ja, ich glaube. Das weiß eh einer von unseren Zuschauern. Ich glaube, das sind Schattenwesen, die einfach im Licht gefangen sind. Ja, dann sind es Schatten. Und wenn es überall dunkel ist, dann können die durch die ganze Dunkelheit traveln. Hm. Also seltsam ist auch, dass sie einfach aufgetaucht sind, weil am Anfang war nur die Frau da und die hat gepostet. Egal, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst als wir. Ja, und aber ich denke, wir machen das, dass wir an dem Self-Game weitermachen und einfach dann durch in die Heavy Zone gehen. Ja. Genau. Beim nächsten Mal. Wisst ihr Bescheid? Bleibt geschmeidig. Tschüss. Wie immer. Ja, da sind wir wieder. Und der Bär ist weg. Was? Nee, ist er doch nicht weg. Wieder da. Hä? Verarsch mich doch nicht, der war gerade weg. Ja, ich weiß, aber jetzt ist er wieder da. So, wir haben gerade Vorführeffekt, weil du die Aufnahme gestartet hast. Das Spiel neu geladen und dann war der Bär weg und jetzt ist er wieder da. Die kurze Geschichte. True story, bro. Kein Scheiß.